Runde 1. Ja. Auf geht's. Genau, ich glaube, es gibt fast kein Deck, das nicht Play First machen will. Der Gateway Shade ist schon tasty. Wenn man zwei Gates hat, ne? Und sonst nur Swamps, ist halt auch noch so ganz gut dazu. Ja, müssen wir gucken, dass er nicht sofort umgebracht wird. Ja. Also so ein Magging, da könnte man fast schon drum rumspielen, wenn er rot ist. Okay. Meint da wirklich Bock drauf? Nö, eigentlich nicht, ja. Also du würdest Turn 3 auch nichts spielen und einfach nur Killing Glare machen? Ja, wenn ich jetzt Turn 3 was ziehe, ne, dann muss man ja zumindest schon mal darüber nachdenken. Vor allem, wenn der Gegner so eine Hand hält. Was hat er denn dann? Also Guildmate geopfert? Was heißt denn geopfert? Also ich spiele jetzt den Guildmate. Okay. Also jetzt ist der Shade doch gleich protected gegen Grün-Weiß. Und vor allem müssen wir... Ja, ja. Obwohl, dann spielt auch noch den Spy. Ja, klar. Einfach auch, weil der Guildmage ja auch gar nicht die Karte ist, die man... Der Guildmage ist ja gar nicht die Karte, die man haben will an der Stelle. Das ist übrigens die Hand, die ich... Ah, okay, er hat was. Den Lightning? Ja, Arrows of Justice. Nee, Arrows meine ich. Lightning kostet ja 4. Ja, sehr gut. Okay, dann ist die Hand eventuell haltbar, aber gut finde ich sie trotzdem nicht. Mugging kann er ja... Oh ne, hätte er das ja schon gespielt, ne? Weiß man nicht. Nö, war ja schon Mana-effizient, also... Ach so, ja. Wenn er jetzt, jetzt Mugging und eine Kreatur macht. Aber wenn unsere Kreaturen jetzt hier sterben, ist ja auch okay. 3-1 First Strike, ja. Mhm. Ja. Da muss man jetzt, glaube ich, mal überlegen, ne? Ich würde den Spy mit Extort spielen. Ach so, und mit dem Plan, den dann gleich zu Siphon. Mhm. Ja, das stimmt. Ich hatte kurz überlegt, ob man irgendwie Go sagen kann und dann gleich was von seiner Defensive wegmacht. Aber der Spy macht doch schon mal einiges. Ja. Ich finde, das Deck läuft jetzt bisher schon mal super. Ziemlich geschmeidig. Kriegen vielleicht noch ein bisschen Informationen, was er so versucht. Mix. Ja, der Armored Transport. Ich meine, er wird wahrscheinlich irgendwelche Battalion-Sachen haben und dann spiele ich auch den Spire Tracer. Ist schon okay. Ja, aber hat er nicht vor allen Dingen Bloodrush-Sachen? Ja. Also danach sieht es doch am meisten aus. Plus 5, plus 1 ist auf dem Spire Tracer ja auch gut. Ne? Also wenn er jetzt nicht gerade das Ghoul-Charm-Main-Deck, ne, dieser 2-3 Flieger ist für Ghoul echt schwer wegzumachen. Okay. Weil du sitzt halt mit deinem Mugging da und... Assault Griffin wird man kriegen. Okay, der Killing Glare sieht jetzt ein bisschen schlechter aus, ne? Aber ich glaube, wir racen das doch fast, oder? Ja. Wir haben halt auch beiden. Er darf halt jetzt nicht noch einen 2-Drop haben, ne? Wir haben jetzt auch noch einen ziemlich starken Gateway-Shade bald. Ja, aber so. Wollen wir nicht trotzdem Call dann oder? Man macht da erstmal Call auf den Spy. Weil es zu mächtig ist, oder? Ja, klar. Es gibt uns ja auch noch potenzielle Blocker. Also wir können ja einfach 6 Leben kriegen quasi, wenn wir das wollen. Ja. Und der Shade ist halt noch ein bisschen zu schwach, ne? Hätte man Killing Glare offen gelassen, wäre ja richtig gut gewesen, aber naja. Ja. Dann weiß man aber auch nicht, ob das alles so passiert, ne? Also. Ha! Ja, jetzt habe ich gemissklickt. Was denn? Ich habe einfach nicht angegriffen. Ich glaube, das war ein ziemlich schlechter. Das zerstört das Race. Das war ein ziemlich schlechter Missklick, glaube ich. Was, F6? Aber dann Ich dachte, ich hätte nicht F6. Und dann hätte ich zweimal F2 drücken müssen. Und jetzt haben wir nicht angegriffen. Mal schauen. Nicht so cool. Wenn mir der jetzt das Ghoul-Charm zeigt, dann waren es auch nur 3 Schaden, aber ist trotzdem nicht so cool. Aber er ist auch noch ein bisschen verwirrt, was hier passiert. Was? Okay. Gerne. Also unser Missklick war schlecht, aber das war doch seine Win-Condition. Ich glaube, er denkt, First Strike zählt. Das ist das Einzige, wie ich es mir erklären kann. Das First Strike im Fight zählt. Ja, alles richtig gemacht, oder? Nein, also
klar, es ist blöd, aber so ein Missklick passiert halt auch einfach mal, ne? Soll man ein bisschen extorten und trotzdem den Druck aufrechterhalten oder würdest du den Gateway Shade droppen, weil der einfach zu krass ist? Du meinst, du wolltest den Skyjack spielen? Nö, ich hätte jetzt Basilica Guards gelegt einfach, aber das ist vielleicht gar nicht aggressiv genug. Greifst du ja mit dem Enforcer an? Ja. Also den Trade machen wir doch, oder? Ja, denke ich auch. Aber nein, dann spielst du ja Pre-Comment noch was? Ich finde es halt schwierig. Ja, ich will ja extorten. Ich will ja einerseits den Shade irgendwann halt schon mal aktiv kriegen. Und mit den beiden Guild Gates also ich hätte einfach den 3 und den 2 Drop gespielt. Scheiß auf Extort. Das wäre so mein Ansatz. Den Basilica Guards? Nee, einfach Shade und Skyjack. Und dann greifst du nächste Runde. Also am Anfang traden, anbieten. Also jetzt den Trade anbieten. Genau. Ja, du hast mal wieder recht. Das ist einfach. Und dann hast du auch noch Battalion. Nächste Runde. Hm, mit dem und Horror. Kannst für... Und ist schon fast auf 7-7 pumpen. Ist schon fast also es ist irgendwie. Ja. Also ich glaube, er tradet und wenn nicht, finde ich auch nicht schlimm. Dann kann man das auch nochmal anbieten. Und ich würde ihn auch auf Auren vermuten, auf mehr Auren. Ja. Was wir jetzt nicht machen, ist den Gateway Shade halt schützen vor Removal an der Stelle. Ja, aber er hat sein Pitfight ja auch gerade schon benutzt. Sehr effektiv. Also, oder? Du gehst auch davon aus, dass er einfach First Strike dachte, oder? Das gibt es, ne? Weil Fight, das hört sich so ein bisschen an, als wäre es halt so eine Art Combat-Ersatz, ne? Ich meine, Death Touch gibt's, logischerweise. Death Touch funktioniert ja auch. Ja. Weil es halt Damage macht, ne? Aber, nee, normalerweise 3 zu 1 man sich ja nicht so gerne selber. Aber 3 zu 1,5 kann man schon nennen. Wenn du... Ah, weil wir noch die... Ja, stimmt. Ja, nee, dann war es ja richtig gut. So, und jetzt verprügeln wir einfach. Achso, ich hätte auch einfach Killing Glare machen können an der Stelle erstmal, ne? Aber brauche ich ja gar nicht, dass Kajak fliegt, ja. Wir haben ja Battalion. Er hat halt die Force Adaption hier draufgepackt. Ja, aber jetzt pumpst du halt auf 6-6 ist das und dann spielst du noch die Guards, oder? Also du würdest das auch ignorieren, das Ding, oder? Dass da jetzt, ob der jetzt 2-3 wird oder nicht, ist einfach egal. Der Guards blockt doch erstmal. Und du kannst den auch noch als 2-3er ja töten. Das ist halt nicht so schwierig. Ja, kostet ein bisschen mehr. Ja. Dieser Shade ist ja wohl echt Hammer, oder? Haut schon rein. Defender ist immer so hart, wenn man Battalion machen will, aber das ist okay. Ja, also alles in allem würde ich sagen, von der Kreatur, von der Kartenqualität ist das einfach auch nicht so ganz zusammengekommen beim Gegner, oder? Madcap Skills kann aber trotzdem einfach gewinnen. Genau, da müssen wir, aber da haben wir haben alles getan, was man dagegen tun kann. Wir haben ja lauter Pitfall Kreaturen. Haben wir gespielt. Lauter Kreaturen im Deck. Ja, also gegen unser Killing Glare ist es halt echt gut, ne? Ja. Da müssten wir, aber das werden wir nicht immer richtig machen können. Death Approach haben wir, Gott sei Dank. So. Ja, was haben wir? Purge the Profane wäre es nicht die richtige Karte. Totally Lost spiele ich halt gerne gegen solche Decks. All in Sachen, ja. Einfach weil, also er hat uns sowohl die Madcap Skills als auch dieses komische Feral-Ding da gezeigt. Heißt. Weiß, glaube ich, keiner, wie das heißt. Feral Adaption oder sowas? Die Leute schämen sich zu sehr, darüber zu reden. Deshalb. Das könnte man durchaus spielen. Andererseits, die anderen beiden blauen Karten sind definitiv besser. Und ich weiß nicht, ob ich noch eine blaue Quelle ins Deck packen möchte. Also eventuell sagen wir auch einfach, wir haben das Removal im Deck, es reicht. Ah, so viel Removal ist es ja auch nicht. Wir haben halt die 1000 Lashes, das Spectacle. Also ich weiß nicht, wie viel Removal du normalerweise in deinen Decks hast, aber... In Aus-auf-Decks, manchmal habe ich da auch noch ein paar Addicts. Also wir haben schon 6 Removal und einige High-Power-Kreaturen. Wir haben außerdem die Möglichkeit, Death Touch zu geben. Ja. Und den Bounce-Spell, den haben wir eh schon. Ich glaube, wir probieren es mal erstmal. Aber so der rein. Horror of the Dim, ist der so gut? Ist der nicht Totally Lost einfach besser? Den Rover Horror? Achso, nee. Der. Ja, den Totally Lost kostet halt blau. Ja. Das ist halt der Nachteil. Ja. Ja, gut. Ah, das ist schon total witzig, ne? Das ist schon super. Okay, auch mit drei blauen Quellen, oder? Ja, da habe ich noch drüber nachgedacht. Ich meine, der Shade, da war schon gut, dass wir so viele Sümpfe hatten, ne? Ich finde, die Malerbasis ist perfekt. Ja, komm, 3. 3 blaue ist halt ein bisschen wenig. Das ist halt 4, 5 und 6. Das müssen wir halt mal schaffen. Ich meine, es ist halt auch unwahrscheinlich, dass man jetzt 2 von den blauen Spells zieht, bevor man die blaue Quelle hat. Oh. Also ich halte es sofort. Ja, klar. Wir sind ja auch noch on the draw. Ist ja perfekt. Und wir haben den 2-Drop und wir können ja nur den Gate Mage nicht spielen, was auch ein bisschen schade ist, aber beliebiges Land.
Außer die zweite Island. Das wäre sonst der 3-4er hier, ne? Das ja. Ist totally lost. Ich glaube, ist doch jetzt eigentlich schon gut, das Ding auf der Hand zu haben. Ja, vor allem, wo wir schon die absoluten Defender-Kollektion hier haben. Ja, oh ja. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob der Guildmate oder der Skyjack besser ist. Höchstwahrscheinlich aber der Skyjack. Und der Imbershade. Wobei, der ist Turn 3 halt, wie gesagt, nicht so super. Wobei, ja, einfach weil man nicht das Mana hat, ne? Man kann auch für 4 angreifen, sondern der Gegner keinen Druck hat. Ist egal. Angegriffen. Den Trade. Warte, hast du F6? Nein. Na, ich habe also einen Missklick pro Turnier oder pro Game? Pro Match. Das ist doppelt gut für uns, wenn das. Oh nein, plus 3, plus 0. Ja, gut. Damit erwischt er uns halt mal. Oh, tut trotzdem weh. Ja. Ich dachte schon, wir hätten jetzt gleich eine Kreatur im Friedhof bei ihm und so. Ja, ja, deshalb habe ich auch den. Ein bisschen extorten vielleicht? Ja. Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt spielt. Also im schlimmsten Fall haut er uns für 4 gleich. Dann braucht er ein Land halt. Noch, ja, aber das wird er haben. Dann entwickelt er sich ja auch nicht. Wir können auch den Viscopa Guildmage legen. Und der macht auch nichts gegen den 4-4er. Also Guards. Also außer du willst anfangen mit dem Shade auch für 4 zu racen. Nee. Gut, dann ist die Entscheidung recht klar. Und das Blöde ist, wir können den Guildmage nicht mit Extort ausspielen. Das ist sowas, mich so ein bisschen ärgert. Ja gut, aber ich meine, wir spielen halt 2 Inseln, ne? Das war uns. Macht das echt, er macht's. Gott. Aber nicht auf den mit 1-Ass-Verzögerung, ne? Nee. Da denkt man nicht dran, sogar. Also es kann schon, also Leute, die... Ich meine, 4 Schaden sind 4 Schaden, ne? Muss man auch mal so sehen. Und nun? Blockade oder was? Blockade oder Shade sogar. Weil der Shade ja zumindest, also wenn wir Land ziehen und dann Shade offen haben und Spectacle, ist halt schon ganz cool. Ja, mal Shade. Vor allem, wenn wir, ja, wenn wir den 5-5 kriegen, ist ja super. Weil wir brauchen einfach Land. Der Skyjack wäre schon gut, weil der gegen Land auch abtauscht. Obwohl gegen Länder werden wir auch nicht unbedingt abtauschen. Also mit einem Guard zusammen. Hm. Obwohl, ja, ist auch alles so blöd gegen Angriff, Kuhl, ne? Den Angriff gegen Skyjack mussten wir halt machen, ne? Ich glaube auch. Jetzt kommt wieder das Land. Ja. Dieser Guildmage ist schon. Der ist super, aber wir haben ja die Antwort auf der Hand. Also mache ich mir eigentlich nicht so viel Sorgen im Moment. Okay. Ja, wir können den mit dem Skyjack. Achso, das war das, wo du gerade sagtest, das ist ein bisschen riskant, ne? Was denn? Wenn man mit dem blockt quasi. Ja, gegen Grün macht man das nicht so gern, oder? Nee, aber. Aber letztlich hat er auch nur ein grünes offen. Das ist plus 3, plus 2. Kann er da spielen? Er hat nicht so viele Karten, die er überhaupt machen kann, das stimmt. Es wäre natürlich schön, eine Kreatur bei ihm in den Friedhof zu kriegen, ne? Ja, das wäre super. Also, wenn wir einfach das Land für das Spectacle mal ziehen würden, dann ist ja fast Approach super. Ist ja fast egal, ob wir das Land oder den Guildmage töten, weil wir dann halt auch noch das Death Approach haben. Eventuell muss er auch einfach mal sein Board entwickeln hier und was hinlegen, ne? Ich meine, wir haben natürlich auch nicht den Draw, der ihn wirklich unter Druck setzt. Hätte Skyjack jetzt wenigstens ein bisschen. Ach, du meinst, wenn wir nicht blocken, oder? Ja, jetzt tauscht doch gegen ein Land. Das ist aber gegen Land cool, kann man eigentlich nicht tauschen, ne? Ist zu schlecht. Dann lieber weiter Druck machen. Ah. Ja, das ist doch schön. Hat er mal einen schönen 4-4er. Und wir haben auch mal was Schönes hier. Und jetzt können wir ihn mal schön dran lassen, glaube ich. Ja. Oder? Ja, ja. Macht man da nicht einfach den Doppelblock und lässt ihn dann mal gucken, was er macht und macht dann Grizzly Spectacle in Response und so? Ja. Er macht sich wahrscheinlich schon noch einen 4-4er und der, also mit dem Shade, ja, lass ihn mal dran. Aber es ist schon immer noch nicht so alles so super cool. Ja, der Gateway Shade ist ja auch noch 4-4 zur Not, ne? Ja, aber 4-4 ist genau das, was er nicht sein soll. Aber trotzdem, also Grizzly Spectacle jetzt einfach zu casten, würde ja bedeuten, dass wir schon wieder von dem 4-4 Land geschlagen werden. Ja. Das kann jetzt natürlich trotzdem passieren, aber ich finde halt so gut, dass wir Also du willst doch auch die Thunderfist, naja, was willst du töten halt?
Oder willst du den Guildmage töten? Ich wollte die Thunderfist, Grizzly Spectacle. Weil wir dann wahrscheinlich zwei Kreaturen im Friedhof haben? Genau. Ich wollte aber, eigentlich wollte ich, dass er mit dem Thunderfist angreift und... den einfach uptrainen. Und Blood Rush versucht. Ja, das wäre super cool. Das wäre halt der Best Case gewesen. Jetzt schieße ich den trotzdem einfach um, weil wir ja auch den Guildmage loswerden wollen. Ja, aber Guildmage kann man halt auch umbringen, weil der halt quasi nicht gehandelt ist. Also wenn er jetzt nichts mildt, dann ist es halt schon blöd. Ne? Also es geht ja eine Kreatur sowieso und wir mühlen vier. Ah. Und da ist auch schon der. Ach ja, das ist vier, das ist nicht bis zum Land. Ja gut, dann ist alles gut. Ja. Ja, dann war's super. Dann war alles richtig gemacht. So, jetzt wollen wir auf jeden Fall das Death's Approach im Spiel haben. Aber wir können auch wieder nicht extorten. Wegen dem Flauen. Wir können dann für alles extorten. Ich dachte, Frage ist halt, ob wir spielen. Ja, das ist halt die Frage. Ich glaube schon. Ich glaube auch, dass wir noch ein bisschen was und dann können wir auch angreifen. Dann tauschen wir zwar den Guildmage gegen Armor und Transport, aber... Also defensiv geht das nicht, ne? Ich weiß nicht, was du jetzt genau hast. Wir greifen dann an mit Shade, Skyjack und Guildmage. Gleich meinst du, ja. Immer aggro. Den Guildmage tauscht man doch gerne, das ist doch kein Problem. Klar. Gegen den 3-Dorf. Also machen wir das einfach mal nicht. Hat jetzt übrigens, das war jetzt ein Zug, wo er sehr gut Pitfight hätte anbringen können, aber den haben wir gemüht. Ach so, jetzt greifen wir denn, noch an. Sind wir dann auch bereit, Skyjack für Transport zu tauschen? Jetzt ja, schon? Muss man, glaube ich. Ja, greift man an. Wir hätten das gar nicht pre-commit machen müssen. Weil nicht mit dem Guildmage, also weil es ja noch eleganter ist, wenn er tauschen will. Aber ist egal. Du hast recht. Andererseits finde ich es nicht verkehrt. Aber das geht jetzt nicht, ne? Weil wir... das noch spielen wollen. Ja, okay. Die Insel läuft, ne? Die Insel ist super. Die ist echt, als hätten wir nur drei Land. Ah, die war schon wichtig, um das Grizzly Spectacle zu casten. Aber Armor Transport ist halt auch gegen Basilica Guards einfach nicht so super. Also ja, klar kann die dann mal umschießen und so, aber... Kann jetzt halt Bloodrushen, aber die Kreatur, die er da Bloodrusht, ist ja wahrscheinlich einfach stärker als alles andere. Oh. Schwein oder wie er hat Chino? Zum Glück aufgehört zu tappen nach 4. Sonst hätte ich ein bisschen... 3 ins First Strike kann es halt gut sein. Oh! Nein, er hat es. Und wir haben schon die Oh, wir haben totally lost. Wir haben schon die Karte, um es zu bestrafen. Ich sagte, wir brauchen das unbedingt und dass er die auch spielt. An die habe ich gedacht... Oh. Okay, müssen wir ein bisschen... Leider nur Call of the Nightwing getopdeckt. Dann müssen wir ein bisschen jumpen, ne? Ich hoffe, wir können nichts ohne jumpen, sonst... So, ich hoffe, es ist ein bisschen schwierig hier mit dem Cypher. Ich finde auch Skyjack, aber ich bin mir nicht sicher. Oder auf Shade? Nee, schon auf den potenziellen Flieger. Weil, ja, gut. Für nächstes außerdem ist er auch schwächer quasi als der Shade. Das finde ich ist auch ein Argument, falls er Mugging hat. Es ist eigentlich sogar die schwächste Kreatur, wenn man so, ja. Man so sieht, ne? Jetzt kann ich aber F6en, ne? Ja, endlich nochmal. So. Selbst gegen Madcap Skills sind wir noch nicht tot. Weil wir doppelt. Ja, wir haben ja 3 Blocker. Das stimmt ja. Das kann man leicht vergessen. Dass man da ja auch eine extorten kann. Genau, das ist so eine nette Gildensynergie. So. Ja, wir blocken natürlich gegen Gru. Was? Ist random? McRandom? Warte mal kurz. Wir greifen an mit allen. Dann haben wir schon 5 fliegende Power, kriegen einen Extort-Trigger. Und der kann nur einen auf dem Boden blocken. Das ist dann der Guildmage. Und das sind dann, also wenn den Guildmage nicht blockt, sind das doch schon 7 Schaden plus ein Extort-Trigger. Also er wird den Shade blocken. Ja, dann stirbt er und dann ist er tot. Also er hat was, aber. Müssen wir mal. Also durch, mit der ne? Hand kann man da Aggro spielen, muss ja, man außerdem aber nicht. Ist nicht mit Skyjack. Achso, Skyjack und Horrors. Man könnte kannst einfach für 5 angreifen. Quasi 6. Genau. Aber können das ruhig mal riskieren. Also wenn jetzt der Gateway Shade tot geblockt wird und der ein Removal hat, dann ist das halt. Homing so. Lightning wäre halt gut. Vielleicht wäre das auch auf die Horror. Na, keine Ahnung, was er da machen will. Also, er muss ja schon was haben, um zu überleben. Und wir können zur Not einfach den Shade auf 4-4 pumpen, wenn er blockt. Ach so, ja. Das heißt, wenn er jetzt so blockt, dass er überleben würde... Das machen wir sogar, weil wir ja auch noch mit Planes extorten können. Das ist ja, also, ziemlich sicher einfach tödlich.
Also ich würde Shade pumpen. Aber, also das verstehe ich nicht. Wenn er den Damage resolven lässt, dann kriegen wir doch den Call-Trigger. Ne? Dann müssen wir ja nicht pumpen. Wenn er es so macht, dann pumpen Außer wir Außer mit dem Instant Life Gain. Wenn er jetzt 9 Leben kriegt, dann wäre er total im Arsch. Okay, das ist Lethal. Das reicht also erstmal. Der Instant Life Gain. Instant Life Gain und Madcap Skills. Oh. Oh, aha, man. Ja. Ich glaube, er lebt. Okay. Jetzt würde ich sagen, Trigger war es nicht. Den Extort. Weil. Aber ist schon ganz. Boah, er hat noch was? Was hat denn da für 2 Handkarten? Albern. Ja, die Handkarten waren ganz gut. Ja, dann spielen wir mal die Blockade. So viel zum Thema, das gewinnt man einfach. Ja, manchmal hat der Gegner auch was. Und da, ja, die Blockade. Ist auch nicht so toll, ne? Naja, ist jetzt nicht super gelaufen für uns, das ist ja ziemlich offensichtlich. Aber also unsere Outs sollten ja wohl deutlich besser sein als seine an der Stelle, oder? Land ist halt zum Beispiel schon mal 1. Also Land ist ja quasi tödlich. Und sonst haben wir immer noch einen weiteren Blocker. Hier blocken wir einfach mal. Mit. Ja. Weil man könnte auch mit den Guards blocken sogar, aber das muss ja nicht sein. Tja, da ist noch keiner. Aber da ist Lethal halt in der Luft. Also ich würde jetzt nochmal mit beiden Horrors angreifen und damit den Guards blocken. Nächste Runde. Genau, und gegen Madcap Skills sind wir auch noch geschützt. Ein bisschen Angst hat man schon, ne? Aber hat er cool gemacht. Mit Massive Raid und Arrows of Justice auf der Hand. Einfach mal uns da reinlaufen lassen. Mark for Death ist auch geil. Oh. Runde 2, yes! Also unser Deck war besser als seins, ne? Das fünfte Land wäre ganz gut gewesen. Aber unser Deck macht nur gute Sachen. Ja, ich bin überrascht. Oh, ist ganz cool. Dann, ne? Ja. Viel Spaß in der nächsten Runde. Totally gewonnen.